Hallo meine Lieben, Elisabeth von Lilith's Crafts ist heute wieder da. Und zwar haben wir heute beim Envelope Punchboard Blockkorb ja das Thema Windradbox, also Pinwheelbox. Und es ist ja allgegenwärtig die eine Anleitung von Dawn Griffith, wo aus einem 6x6 Zoll großen Stück eine Box gemacht wird. Ich habe mich mal ein bisschen hingesetzt, ein bisschen gerechnet und habe für euch eine Anleitung, wie ihr aus jeder beliebigen Größe eine Windradbox machen könnt. Und zwar ist es ganz einfach. Ihr verwendet einen normalen Rechner für das Envelope Punchboard für jede beliebige Boxgröße und gebt einfach bei der Größe vom Papier 3/8 Zoll dazu. Also wenn ihr in Zentimeter arbeitet, einen Zentimeter größer machen das Papier. Und dann ganz normal im Envelope Punchboard anlegen und an den beiden ausgerechneten Markierungen stanzen und falzen. Beim Weiterdrehen wird dann allerdings nicht an den Falzlinien angelegt, gestanzt und gefalzt, sondern an allen vier Seiten, wieder an den ausgerechneten Maßen, also wieder an den beiden Maßen anlegen, die der Rechner ausgespuckt hat. Normalerweise ist ja immer die Seite vom Designerpapier oben, die dann bei der Box außen ist. Ich habe es hier bewusst umgedreht, weil ich mir dachte, ihr seht vielleicht hier auf der helleren Seite die Falzlinien leichter als wie auf der Seite mit dem Blatt. Der einzige Unterschied zu der Box oben links im Eck wird dann die sein, dass eben das Windrad in die andere Richtung gehen wird. Also nachdem ihr das gemacht habt, einfach alle Falzlinien umknicken und mit dem Falzbein nachziehen. Das geht jetzt natürlich etwas schwieriger, weil ich ja wie gesagt in die verkehrte Richtung gefalzt habe, damit ich es euch ein bisschen leichter zeigen kann. Aber diese Box ist wirklich ganz, ganz einfach gemacht, also so wie man sonst normalerweise auch jede Box mit dem Envelope Punchboard machen kann. Der einzige große Unterschied, wie gesagt, eben der, dass man an allen vier Seiten einen ausgerechneten Maßen anlegt und dass man das Papier eben etwas größer zuschneiden muss. Und wenn ihr jetzt genau schaut, ihr seht, ich habe hier wieder diese kleinen Quadrate, die normalerweise meine Klebelasche sind, aber rechts davon und unterhalb davon jeweils noch eine so eine kleine Lasche zusätzlich. Und die brauchen wir nicht, die schneiden wir als erstes weg. Also das ist hier einmal dieses kleine Stück, das nicht benötigt wird, und eben hier rechts von der Klebelasche das kleine Stück. Das schneiden wir auch weg. Und dann schaut das wieder wie eine normale Klebelasche aus. Die schneiden wir auch wieder so ein. Wer mich kennt, weiß, ich schräg die immer ganz gerne ein bisschen ab, damit es beim Zusammenkleben einfacher wird. Und das macht man eben auch auf allen vier Seiten. Jetzt kann man sich natürlich hier ein bisschen die Arbeit erleichtern, indem man gleich die lange Seite durchschneidet und eben dann nur hier das kleine Stück wegschneidet und das Ganze eben einschrägt. Hier mache ich gleich nur den schrägen Schnitt und schneide damit eben diese zusätzliche Lasche gleich weg. Und das eben, wie gesagt, auf allen vier Seiten. Und dann sieht das Ganze so aus. Und ihr seht, bei den Laschen habt ihr jeweils eine sehr gerade Seite, wo wir eben selber mit der Schere runtergeschnitten haben, und die andere Seite, wo die Stanzung war. Und eben diese Seite, wo wir gerade selber runtergeschnitten haben, legen wir jetzt im Stanz und Falz, also im Papierschneider, so auf, dass wir hier eine Falzlinie ganz genau bis zu dieser ersten Falz nach unten ziehen können. Also dafür muss man in der Regel das Papier dann auf links drehen, damit man eben hier an allen vier Seiten, genau an dieser Seite, wo der gerade Schnitt ist, wo wir eben selber diese kleine zusätzliche Lasche weggeschnitten haben, diese zusätzliche Falz machen können. Dafür braucht man dann auch nicht großartig irgendetwas ausmessen oder irgendwelche Maße bekannt geben. Das geht einfach gerade runter bis zu dieser einen Falz. Und dann wird das in die gegengesetzte Richtung nach hinten gefalzt. Also es treffen sich hier unten dieses kleine gerade Stück und die Falzlinie liegen dann ganz genau aufeinander. Und das ist eben der Teil, der auf der Oberseite der Box dann diese Windradform formt. Dann einfach die Klebelaschen mit Kleber versorgen und das Ganze zusammenkleben. Wie üblich empfiehlt es sich bei Boxen, dass man zu einem starken Klebemittel greift, also entweder doppelseitigem Klebeband oder Flüssigkleber.
Schachteln das Ganze gut festdrücken. Wenn ihr Flüssigkleber verwendet, dem auch ein bisschen Zeit geben, dass es hält und dass sich das Papier anzieht, und dann eben den Deckel der Box formen und dazu einfach die letzte Lasche unter die erste hineinschieben. Und wie ihr seht, im Vergleich zu der fertigen Box, die hier oben links steht, geht eben hier das Windrad in die andere Richtung, weil ich eben im Falz- und Stanzbrett für Umschläge als erstes die linke Seite oben liegen hatte und nicht die Außenseite oben liegen hatte. Deshalb geht das eben gegengleich. Verziert habe ich ganz einfach mit einem Spruch aus dem Stempelset Bestickte Größe. Das habe ich mit der Handstanze ausgestanzt, in Fahnengrün aufgestempelt, eben passend zum Designerpapier Blütensinfonie. Darunter habe ich einen Zweig in Fahnengrün gestanzt, mit einem Glue-Dot aufgeklebt, und das Ganze klebe ich mir mit Dimensionals auf ein Etikett aus Pergamentpapier. Dann noch ein kleines Loch mit meiner Crocodile hinein und mit einem Stück Kordel. Die ist im Übrigen aus dem Kraft der Natur Set, wo ja vier verschiedenfarbige Kordeln drin sind. Einfach eine Schleife binden und das Ganze dann eben wieder mit einem Glue-Dot auf der Box befestigen. Also wie ihr seht, das geht wirklich ganz schnell und einfach. Ausdekorieren könnt ihr ja nach Lust und Laune. Und da ihr jetzt auch die Anleitung habt, diese Box in allen möglichen verschiedenen Größen zu machen, könnt ihr damit natürlich auch verpacken, was immer ihr möchtet. Die Blätter habe ich noch ein bisschen mit dem Wink of Stella beglitzert, damit es noch ein bisschen mehr Interesse bekommt und ein bisschen mehr fertig ausschaut. Bedarf es aber auch gar nicht. Also ich finde, die sind auch so wirklich sehr, sehr süß. Und es ist wirklich einfach und schnell gemacht. Ja, zeige ich euch noch schnell ein paar Varianten in anderen Größen, die ich gemacht habe. Also es ist wirklich fast alles hier möglich. Wie gesagt, einfach die Größe vom Papier, die euch der Rechner ausspuckt. Ich weiß nicht, was ihr verwendet, den Boxbuster oder auch den Envelope Punchboard Rechner fürs Handy, da gibt es ja auch eine App. Einfach um 3/8 Zoll die Papiergröße vergrößern. Wenn ihr in Zentimeter arbeitet, einfach um 1 Zentimeter größer nehmen. Ich sage danke fürs Reinschauen und schaut auch gerne die anderen Beiträge beim Bloghop an. Ich verlinke euch ja meinen Beitrag hier unter dem Video wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Tschüss.